Ossendorf. Jetzt live bei Ihnen in Stuttgart. Es ist soweit. Erleben Sie hautnah die besten Profis, die tollsten Promis, die schönsten Tänze, den haarigsten Moderator und die großartigste Jury aller Zeiten. Doch wir sind erst komplett mit Ihnen, der Let's Dance-Familie. Machen Sie sich bereit, denn die Gänsehaut startet in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's Showtime! Thank you.
Moderation mit Daniel Hartwich. Hallo Stuttgart! Wir sind auf der Stuttgart! Die Maske kehrt zurück und zwar stellt sich da. Bitte begrüßen Sie Eva Schmidt! Er tanzt uns einen Charleston, den niemand annehmen kann. Hier ist Abdel Karim! Lambi-Fans. Wo sind die ganzen Lambi-Fans? Was los, ihr Lieben? Wie geht's Ihnen heute, Herr Lambi? Sind Sie draußen? Gut, gut, gut. Der VfB führt schon noch 2-1 gerade in Frankfurt. Noch ist das Spiel nicht zu Ende. Ich habe gehört, es steht 2-1, die alle drei Tore geschossen von Stuttgart. Genau. Ja. Frankfurt hat noch keins gemacht. Nein. Aber es geht mir sehr gut, weil ich sag mal, wir haben ausverkauftes Haus. Wir haben eben schon eine gute Stimmung, die sich bis Ende durchziehen wird. Wir haben tolle Tänze. Wir haben sensationelle Prominente. Was will man mehr? Zum Beispiel Isabel Edvardsson. Ja, wir heute auch noch. Isa, was ist heute im Magazin? Ja, liebe Grüße nach England. Luft ist gerade da. Ich darf heute vertreten. Beispielsweise wir dürfen sie vertreten. Oh, herzlich willkommen. Joachim, er hat noch nicht verstanden, worum es geht. Ja? Aber wir werden heute sehr, sehr viel Spaß haben.
Wir freuen uns auf die Megatänzer und wir wollen Stan Ovation sehen heute. Oh. Macht ihr mit? Ja klar. Wenn die danach ist. Hoffe, bist du gut drauf oder bist du sehr gut drauf heute? Ich bin sehr gut drauf. Hola, chicas, chicos! Jetzt bin ich besser. Und heute Abend, wir werden viel Spaß haben. Und bitte, hier ist alles erlaubt. Ihr könnt einen Schwein applaudieren. Stellen Sie auf. Ja. Und weil die Künstler brauchen das. So, wir freuen uns auf euch heute Abend. Ne? Und wir freuen uns auf euch als Jury. Jetzt bitte Haltung annehmen. Brust rein, Bauch raus. Der Herr Lamy macht schon vor. Und ja. Die Künstler auch. Abert Gold, die Jury vor den Fans. Da kommen Sie die Sieger der Herzen auf der Kamine Kapten Metzinger. Unsere Vize-Dancing-Star Julia Jutis und Charles Schotten. Unser Dancing-Star von 1980. Und hier sind die Dancing-Stars, aber Dancing-Stars, die sind Anna, Anna, und von der 7-7. Alle Paare freuen sich auf einen fantastischen Abend. Alle sind top und hier. Am Ende wird ein paar Dancing-Stars Stieger werden und ein Pokal in die Höhe recken. Wer das sein wird, entscheiden Sie. Wie das geht, erkläre ich Ihnen später. Jetzt fangen wir erstmal an mit diesem Tanzen, das alles so toll. Hier sind Philipp Boy und Patricia Lionel mit dem Drive zu Reed Petit. Let's dance. We'll be right back.
Wer hat den Brautstrauß gefangen? Wenn Sie wirklich heiraten wollen, melden Sie sich. Ne? Ich mache auch Trauungen. Vielen Dank für die Blumen. Let's dance. Aber für alle, die traurig darüber sind, dass sie heute nicht Kerstin Ott sehen, der Herr Lambi trägt extra ihre Frisur auf. Ja. Was? Das ist die Kerstin Ott Gedenkfrisur. Ja. Ja. Die hättest du heute geschlagen. Abdel. Ja. Ja. Knapp, aber geschlagen. Okay, ne? Und möchten Sie heute also nicht nur Leute beleidigen, die in dieser Halle sind, sondern auch Leute, die in der Nachbarhalle sind. Aber wissen Sie, wenn man schon die Möglichkeit hat, nicht 10, sondern 15.000, nein, da gehen glaube ich nur 500 hin, 10.500 zu beleidigen, dann sollten wir das machen. Das ist ein Abwasch. Vielen Dank, Herr Dahmer. Nein, ich bin aber gar nicht fertig. Ich habe Kerstin Ott noch nie tanzen gesehen und ich glaube, sie kann sehr gut tanzen. Ja. Deswegen habe ich kein Problem damit. Die hat bei letzten Auftritt gemacht, die war ganz toll. Ja. Also, Abdel, wie du mit dem E-Bike hier angerauscht kamst, habe ich gedacht, boah, das wird eine Riesennummer. Da ist Spaß, da ist Tempo, da ist Dynamik, da ist Athletik. War alles so abgestiegen, das war dann alles weg. Dann hast du so ein bisschen da rumgetänzelt und danach war Feierabend. Ich glaube, ich habe zu viel Energie ins Fahrradfahren reingesteckt. Und ich fehlte dann hinten raus, nach meiner Meinung hätte eine etwas kleinere Tanzfläche vollkommen ausgereicht. Aber du hast ja noch eine zweite Chance. Ja. Da kannst du gleich alles rausreißen. Ja. Und wehe dich. Der Lambische Zeigefinger. Wehe dich. You said you hated the ocean, but you're surfing now. Could have never imagined even having doubts, but not everything works out. I'm
siehst du genauso. Jetzt ehrlich. Ingo Fuhr. Und ich habe eine Marion mit der Rumba zu Rumba. Let's dance.
Und die Stimmung ist wirklich. Dankeschön für den Platz, oder? Danke. Jorge, wie hat Ihnen der Tanz von Anna gefallen? Und Anna, wie war der Druck, vor viele, vor so viele Leute zu tanzen? Der Druck ist immer noch Jorge. Anna, ich muss etwas sagen. Wir haben das Million Mal gesehen, diese Tour. Aber ich kriege nicht genug. Das ist immer, jedes Mal ist etwas Neues da. Jedes Mal ist etwas inspirierend. Jedes Mal ist eine Schönheit bei Tanz, wirklich. Ich sage bravo, das ist ganz toll. Das ist in der Tat. Isa, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen und was kann man verbessern? Ja, verbessern kann man nicht viel. Also, also diese Haltung, habt ihr das gesehen? Diese innere Spannung, diese Rückenbogen, die du hast, das ist wahnsinnig schwer zu lernen. Und ich finde, du machst es so perfekt. Es ist so in dir verinnerlicht mittlerweile, dass das, was du zeigst und das, was du auslebst, das wirkt überhaupt nicht gestellt oder dass du es willst, sondern es ist so echt geworden. Und das man kriegt einfach nur Gänsehaut. Wow. Oh, okay. Vielen Dank, liebe Susanne. Dankeschön. Ich hoffe, wir können es lernen. So, jetzt kommt ein Urteil. Ich ängstigen, wenn wir hier diese schöne Live-Musik haben und hier dazu Tango Argentino und Continental Tango tanzt, dann sieht man auch für Sie, die das wahrscheinlich alle am Fernsehen gesehen haben, auch mal mit einem ganz anderen Blick hier live vor Ort. Und dann können Sie sich auch bestimmt nachvollziehen, warum wir 30 Punkte geben oder vielleicht sogar gerne mehr geben würden. Mehr. Mehr. Weil es so gut ist, weil das technisch gut ist, weil das rhythmisch ist, weil die Bewegungen miteinander funktionieren. Und Anna, auch heute Abend hast du wieder hier abgerissen. Super abgeliefert. Vielen Dank, mein Freund. Danke. Kommt bitte. Und jetzt das Urteil unserer Kategorie. Ihre Wertemitte, Jorge González. 10. Isabel Evertzoll. 10. Und Joachim Lambi. 10. Seid nicht allzu traurig, dass es nur 30 geworden sind. Nein. Nachher tanzt ihr wieder Contemporary, da fliegen dann wieder alle Kellen in eure Richtung. Das war los. Vielen Dank an Anna Ermakova und Valentin Musik. Dankeschön, danke, danke, Anna. So. Vorbei, das können wir machen. Vorher wollen allerdings unsere Tanzprofis nochmal einen raushauen. Die sind top motiviert, die haben richtig Bock zu tanzen. Nur die Martha ahnt nicht, die hat die ganze Nacht Bierpong in der Hotellobby gespielt und verloren. Die ist platt, deswegen blättert sie ein bisschen in unserem Infoheft. Das haben wir dieses Jahr zum ersten Mal. Gucken Sie mal, so sieht es von da aus. Und Sie können das kaufen. Innen sieht es so aus. Ich weiß nicht, ob das wirklich das verkaufsförderndste Foto jetzt ist. Vielleicht blätterst du nochmal. Genau, ja. So sehe ich aus nach 4 Stunden Photoshop. Das können Sie also kaufen, da sind schöne Fotos drin und das vom Navi halt, ne? Interviews, Infos, Stuttgart Spezialpreis 145 Euro. Gönnen Sie sich mal was. Vielen Dank, Martha. Bist du mit tanzen, musst du ja auch noch, ne? Also das können Sie gleich in der Pause kaufen, neben vielen anderen Sachen.
Mit Flamenco Passion.
Go and find my love.
song to my lover. Ja, ich weiß, ich bin konstant. Das wollte ich sagen, Konstanz kann man dir nicht absprechen. Ja. Das ist sehr gut. Ja. Und ich habe das Gefühl, die Leute in Stuttgart, die sagen, komm, der Abdel Karim, der sollte endlich mal gewinnen, Leute. Du darfst sie gerne dazu motivieren. Vielen Dank, danke schön. Du merkst uns ja die Mehrzahl. Nein, mein Nachbar hat lange in Stuttgart gearbeitet. Er sagt mir, mach dir keine Hoffnung in Stuttgart. Wenn du tanzt, es erinnert mich an Böhm. Ich denke, auf die Stimmen von Böbling können wir nicht zählen, aber vielleicht reißt es ja der Rest raus. So, meine Damen und Herren, nach diesem Cha-Cha-Cha-Damour wollen unsere Tanzprofis noch ein bisschen liebelos werden mit einer weiteren weltexklusiven Tour-Choreo. Wir hatten ja schon eine Menge irres Tanzzeug heute. Wie fanden Sie das erste Opening, Showtime mit dem steppenden Vadim? Wie hat Ihnen das gefallen? Dann hatten wir das gruselige Dance-Massaker am Ende des ersten Teils. Schlottern Ihnen auch noch die Knie. Ich werde mich heute Nacht ganz eng Löffelchen an den Korpel legen müssen, damit ich zur Ruhe finde. So sieht's aus. Thank you.
Bevor gleich einzelne Frauen aus Mitleid nach Kleingeld in ihren Taschen kramen, sage ich Ihnen die Wahrheit. Es geht nicht um mich, es geht um Paul Lorenz. Das ist der hier. Danke. Ah, Paul. Ein Mannsbild von einem Tänzer. Paul, du hast 2015 mitgemacht mit Katja Burkhardt. Lange ist es her. Lange ist es her. Wie weit seid ihr gekommen damals? 7. Show, oh ja. Rausgeflogen, 8. Show rein, wieder rausgeflogen. Oh, 2 waren hintereinander rausgeflogen. Das waren nur die allerbesten. So wie Andrzej Ciepis mit Prinzessin zu sein, Wittgenstein. Ich glaube, die sind sogar 3-mal rausgeflogen. Egal. Also, war nicht allzu lange, aber was geblieben ist für immer, ist euer Hip-Hop. Der Hip-Hop von Katja und dir, der ja, ist... Sind wir zum 2. Mal rausgeflogen. Ja, manch einer sagt zu Recht, aber ich nicht. So. Ey, Sie können jetzt mit Paul tanzen, ne? Der ist super fit. Der kann links drehen, der kann rechts drehen, der kann durchdrehen. TÜV ist auch noch drauf. Welche Frau möchte mit Paul tanzen? Gerne. Hallo, hallo. Ah, guck mal, sportlich kommst du schon auf die Bühne. Hi, wie heißt du? Hallo, ich bin Julia. Hallo, Julia. Ja, ich bin Julia. Wirklich? Ja, ich bin ein mega Fan von Katja Netzinger. Oh, ich auch! Ja, mega Ehre, Hammer Show. Ich bin überwältigt. Es ist so schön, dass auf
die Bühne kommt und passiert und ja. Kommen die Leute aus der Schweiz, die können reden, hä? Sind noch Schweizer da? Ich höre, dass ihr alle da sind. Julia, kannst du denn tanzen? Ja, also ich mache Pole Dance. Ich auch! Ich bin akrobatisch angeschlagen. Ja, muss die stabile Stange einbauen, wenn die kommen. Ne? Ja. Ja, ja, das haben wir. Sollte klappen, die sind rüttelfest, die halten alles aus. Und das heißt, also Pole Dance, ich meine, er ist groß und schlank, aber wenn eine Pole Dance Stange können wir ihn nicht benutzen. Ich sag dir mal, was es alles zu tanzen gäbe, okay. Ja? Also wir hätten Cha-Cha-Cha, mhm. Salsa, Jive, Wiener Walzer, langsamer Walzer oder Disco Fox. Kannst du ja mal kurz überlegen. Ich würde dir den Wiener Walzer empfehlen. Da haben wir eine wunderschöne Melodie an der schönen blauen Donau von Johann Strauss. Das ist ein alter Schulfreund vom Lambi, deswegen haben wir den Song mit dabei. Und Julia? Walzer tönt super. Walzer ist super. Willst du Wiener Walzer oder langsam Walzer? Warum denn langsamer? Oder nein, ich habe mich schon entschieden. Mach mir Jive. Hey, Jive, mega, das hatten wir noch gar nicht. Du kannst auf Jive tanzen, oder Paul? Ja. Sehr gut. Okay, Julia, pass auf, ich mache euch den Sprecher, stelle mich an den Seitenrand und dann wird getanzt. Benutzt ihn, wie der Lami immer sagt. Meine Damen und Herren, hier ist Julia aus Zürich, zusammen mit Paul, nicht aus Zürich, mit dem Jive zu Dance With Me Tonight. Ja, genau. Was immer ihr da tut, macht weiter auf Let's Dance. Vielleicht für unsere Versicherung noch checken, ob du den Paul kaputt gemacht hast. Der ist sehr teuer, aber schauen wir mal. Aber als Erfolgserlebnis können wir es ja mal verbuchen, dass ihr euch beim Kicken nicht gegenseitig in die Skibeine getreten habt. Das war doch schon mal schön. Vielen Dank, das hast du ganz toll gemacht. Guck mal, wir haben was für dich, das kommt von da hinten. Es bringt der schöne Max. Das ist der schöne Max. Guck mal, sei noch ein bisschen schön. Vielen Dank, Max. Das ist der schöne Max. Guck mal, es gibt ein Let's Dance-Spiel. Auch hier kriege ich gar nichts für, ne? Können Sie kaufen zu Weihnachten, müssen Sie aber nichts. Mir Lattenhagen. Aber du kriegst das Geschenk. Ich kann mich nur dafür entschuldigen, dass die Jury ihren Namen drauf gekritzelt hat, aber vielleicht stört sich ja nicht. Das ist dein Spiel. Du kannst gerne den Paul mitnehmen für ein Selfie. Oder falls ihr die Hebefigur nochmal üben wollt, ne? Da drüben. Vielen Dank an euch! Danke an Luna und Paul! Natürlich möchte unser Weltklassenturner mal zeigen, was da so alles drauf hat. Ne? Keine Sorge, der will sich nicht erhängen, das gehört zur Choreografie. Ne? Ab nach oben. 100 Mal haben wir das schon gemacht. 99 Mal ist es gut gegangen. Einmal hat sich der Horter heldenhaft unter ihn geworfen. Mal gucken, ob wir das heute wieder brauchen. Philipp, wenn du bereit bist, wink doch mal mit beiden Händen. Wir sind Philipp Boy und Patricia Ionel. Philipp Boy und Patricia Ionel. Mit dem Passen kommen wir zu Paint in Black. Let's dance.
Ich sage wow. Thank you.
oder belohnen Sie den amtierenden Dancing Star für Anna, für Valentin, für den Tango und natürlich für den Contemporary. Ich drücke die Daumen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vielen Dank fürs Abstimmen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie abgestimmt haben. Wir haben jetzt ein Ergebnis. Das wird jetzt ausgezählt von Freiwilligen aus der Krabbelkäfergruppe aus dem Kindergarten Popelkiste hier in Stuttgart. Das findet hinter der Bühne statt. Und gleich haben wir dann ein Ergebnis und dann wissen wir, wer hier heute Abend gewinnt. Vorher sollten wir dringend der Frage nachgehen, warum genau alle Dirndl und Lederhosen tragen. Herr Lambi, was haben Sie dazu zu berichten? Ja, ich habe mir gedacht, komm, wir machen mal eine geile Schlagernacht und dann tragen die Mädels Dirndl und die Jungs Lederhosen. Bleiben Sie hier, die Jury wird performen, Herr Hartwig vielleicht auch noch. Wir wissen es heute Abend. Wenn ich ins Dirndl reinkomme. Ja, es wäre schön. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich so schön wäre. Aber richtig schön ist der Max und der kommt jetzt. Da ist er, das ist der schöne Max. Vielen Dank, schöner Max. Dankeschön. Zieh du dir auch schon mal das Dirndl an. Ich komme gleich hinter. So, Leute, Zeit für Fakten, okay? Heute ist die 13. Show. Das heißt, wir hatten bereits 12 Gewinner in dieser Show. Einmal hat Philipp Boy gewonnen. Einmal hat er es geschafft, einfach weil er an dem Abend mit Abstand der Beste war oder halt weil wir in seiner Heimatstadt gespielt haben. Können Sie sich überlegen. So, Anna Ermakova hat 4-mal gewonnen. Nicht schlecht, ne? Julia Butix hingegen hat schon 7-mal gewonnen. Das ist nett von Ihnen, ein bisschen Zuspruch kann sie gebrauchen, vom Team kann sie keiner mehr leiden, das kann ich nicht sagen. Im Grunde redet nur noch der Busfahrer mit ihr und die Frau an der Essensausgabe im Catering. Ja, und der Scholl natürlich. Ja gut Leute, dann machen wir mal, ne? Wir bilden jetzt eine Top 2 aus und zwischen den beiden Paaren entscheidet es sich dann. Nicht zur Top 2 gehören Julia und Scholz! Oh. Ich habe selten Tanzpaare so grinsend klatschen sehen. Das tut mir sehr leid für euch. Vor allen Dingen hatte ich mich sehr darauf gefreut, den Scholz im Kleid zu sehen. Aber dann warte ich halt bis auf die Aftershow-Party nachher. Das wird auch toll. Gut, außerdem ausgeschieden sind Abdel Karim und Abdel Patrick. Ebenfalls nicht gereicht hat es für Ingolf und Iket. Es entscheidet sich heute Abend also zwischen Philipp Boy und Patricia Ionel. Das wäre der zweite Titel für die beiden. Oder Anna pirscht sich langsam an Julia ran und holt ihren 5. Titel. Egal wie es ausgeht, ich will sie voll feiern. Ich will sie so richtig abgeben. Schmeiß die Pokale in die Luft. Ich will Gesichtstattoos sehen morgen beim Frühstück. Der Titel Dancing Star 2023 Stuttgart Show 1. Wir kommen nämlich nochmal, bis übermorgen nochmal da. Ist irgendjemand von Ihnen übermorgen auch da? Wer? Ja? Dann werden wir machen wir genau das gleiche nochmal. Und heute haben wir uns richtig Mühe gegeben. Bei der ersten Show geben wir uns immer richtig Mühe. In 2 Tagen, also ich würde an Ihrer Stelle versuchen, die Tickets noch wegzukaufen. Verkaufen. Kann man aber, ist kein Problem. Da finden Sie Abnehmer für den Stuttgart.
Wann haben wir denn endlich ein Ergebnis? Achso, ich muss ja sagen. Achso, ja, Entschuldigung. Also, Dancing Star 2023, Stuttgart, Show 1, Klammer auf, die bessere Show, Klammer zu, sind... Echt jetzt? Philipp und Patricia! Oh,
Berlin. Applaus gleich für den zweitbestaussehendsten Mann heute hier im Saal. Nach ihm natürlich, für den, der uns so schön durch das Programm geleitet hat, Daniel Hartwig. Danke. Danke euch, ja? Gar nicht.